Ja, YouTube, wie ihr seht, heute mal wieder unterm Fahrzeug. Ihr wisst ja bereits aus dem Teil 1 vom Video, dass wir immer noch beim Golf 7R sind. Eigentlich war geplant, euch jetzt den Aus- und Einbau zu zeigen von der Downpipe. Allerdings haben wir das Problem, dass der Kunde die Downpipe angeliefert hat und in dem Fall das falsche Teil bestellt hat. Ich zeige euch jetzt trotzdem den Aus- und Einbau bzw. den Ausbau, dass ihr einfach wisst, auf was ihr achten müsst. Ich baue es jetzt nicht aus, sondern ich zeige es euch mit der Hand, welche Schrauben, was für Schlüssel, was zu beachten ist. Und das wird euch dann auf jeden Fall auch reichen als kleines Video. Jetzt würde ich sagen, fangen wir unterm Auto an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, kommen wir zum ersten Step, natürlich Step, um bei der Downpipe, was man lösen muss, was man beachten muss. Wir sind hier immer noch beim Golf 7R, wie schon erwähnt gerade eben. Wir haben hier hinten die Schelle, mit der quasi die Downpipe mit dem Mittelschalldämpfer verbunden ist. Das heißt, am besten ihr sprüht die Schelle mit Rostlöser ein und lasst es ein bisschen einwirken. In dem Fall, ihr seht, die Schrauben sind schon relativ stark angerostet und löst dann quasi hinten die beiden Muttern und dann seid ihr hinten an der Downpipe schon los. Dann fahren wir jetzt nach vorne. Hier vorne haben wir einen Halter. Der Halter ist mit zwei 13er Schrauben befestigt. Die könnt ihr auf jeden Fall schon mal anlösen. Beim R ist wichtig, ihr seht hier die Kardanwelle, die nach hinten geht. Die ist mit Vielzahn befestigt, mit insgesamt 1, 2, 3 Schrauben. Die müsst ihr lösen und dann könnt ihr die Welle hier nach links drücken. Das reicht dann, um mit der Downpipe rausfahren zu können. Ja, also nochmal hinten die Schelle lösen, hier vorne die 2 13er lösen, die Antriebswelle lösen, nach links drücken und jetzt gehen wir ab nach oben. Dann zeige ich euch, wie es oben weitergeht. Bis gleich. So, dann geht es hier oben direkt am Turbolader weiter. Ihr löst hier oben den Imbus und dann seht ihr links neben dem Imbus die graue Leitung. Das ist für die Lambda-Sonde nach dem Cut. Die geht hier rüber. Die müsst ihr hier drüben ausstecken. Die Sonde vor Cut könnt ihr eingesteckt lassen, weil die sitzt bei diesem Fahrzeug nicht in der Downpipe, sondern die sitzt bereits hier unten im Krümmer am Turbolader oder vor dem Turbolader. Das heißt, die Arbeit könnt ihr euch sparen. Wenn ihr hier oben den Imbus gelöst habt und ausgesteckt habt, dann würde ich euch raten, unten den 13er die zwei 13er noch voll zu lösen. Und dann lasst ihr das Fahrzeug wieder hoch und dann könnt ihr die komplette Downpipe unten rausziehen. Und im Endeffekt dann das neue Teil einbauen. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil, wie schon gesagt, der Kunde hat das falsche Teil angeliefert. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und zwar hat er ein Teil angeliefert vom Vorgängerfahrzeug, das heißt vom Golf 6. Ist so beim 7er, dass einfach der Ausgang nach rechts ist, wenn man im Fahrzeug sitzt. Und bei den Vorgänger-Golfs, 5er, 6er Golfs, ist der Ausgang nach links, wenn man im Fahrzeug sitzt. Da gehen wir jetzt mal rüber. Und dann zeige ich euch das noch kurz, weil einige werden wieder fragen. Das hier ist natürlich nicht gut, zieht relativ viel Warmluft, kostet Leistung, bringt definitiv keine Leistung. Wird der Kunde aber wohl noch Abhilfe schaffen, hat er gesagt. Sind wir gespannt? Gehen wir rüber zum Paket und dann zeige ich euch kurz, warum die Downpipe falsch ist. Nochmal kurz zum Vergleich. Ihr seht hier, wir haben hier einen V-Bahn-Flansch. Und ich zeige euch, wie es beim anderen ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir schon rüber. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, wie ihr seht, haben wir hier den falschen Flansch. Ihr habt es ja gesehen, beim 7er R ist der Ausgang nach rechts und wir haben ein V-Band. Das hier ist ein Linksausgang. Und wir haben hier eine Adaptierung, eine Adapterplatte mit 4 Bolzen, die werden quasi an den Turbolader gesteckt. Die Bolzen sitzen im Turbolader und wird dann von der Gegenseite mit 4 Kupfermuttern verschraubt. Das heißt, diese Downpipe passt definitiv nicht an dieses Fahrzeug. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon mal angefangen, uns um das Thema
Software zu kümmern, was noch gewünscht war. Und zwar ging es noch um die Schubabschaltung. Und da würde ich sagen, mach mal einfach ein Video Teil 3, dass ihr da einfach auch einen kleinen Vorgeschmack habt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Mittag. Vielen Dank fürs Videoschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.